Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Food-Test-Video. Heute teste ich etwas sehr Interessantes und ich habe ein bisschen Angst, dass das ein kompletter Fail wird. Aber vielleicht überrascht es mich ja. Also sagen wir so, meine Erwartungen sind nicht hoch. Ich habe eigentlich gar keine. Deswegen bin ich da komplett unvoreingenommen. Es könnte mich genauso gut enttäuschen, wie es mich überzeugen könnte. Aber ich zeige euch gleich, worum es geht. Es geht um die Ruf-Protein-Pudding, die Tassen-Pudding. Einfach mit Wasser anrühren. Finde ich natürlich schon mal mega cool. Jetzt ist die Frage, da ist bestimmt, ja genau, Magermilchpulver drin. Also es ist nicht vegan. Aber genau, es ist Gott sei Dank keine Gelatine drin. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber man weiß ja nie. Wenigstens ist es vegetarisch. Aber an sich, ich mag Ruf. Deswegen bin ich sehr gespannt und ich werde in dem Abschnitt, ich schneide das zusammen, ich teste die jetzt nicht alle auf einmal, sondern ein bisschen nacheinander. Ich werde anfangen mit Karamell, das wird gleich mein Snack. Deswegen lege ich die mal zur Seite und gehe mir meinen Karamellpudding anrühren. Ich komme gleich wieder. So, ich bin da. Ich habe Glück, dass die Tasse gerade so passt. Ich habe jetzt, wie gesagt, zuerst Karamell und hebe mir auch Schokolade zum Schluss auf. Und ja, man soll es halt direkt gut umrühren in der Tasse. Ist halt Pudding. Und es wird schon fest. Oh, das wird gut. Die kommt. Aua. Oh. Heiß ist es auf jeden Fall. Wird gut puddingartig. Boah, aber richtig cremig. Krass. Mit nur Wasser. Oh, ich habe unten einen Puddingklumpen entdeckt. Aua, aua. Oh krass, ich glaube, wenn man das sogar noch eine Weile stehen lässt, könnte das echt richtig, richtig fest werden. Das ist jetzt schon richtig dick und cremig. Ich zeige es euch dann gleich auch von nah an. Oh, das wird auch gleich schön heiß sein. Das ist richtig cremig, oh mein Gott. Okay. Aber ja, es lässt sich auf jeden Fall super umrühren. Das löst sich auch super auf. Das ist schon mal erster Pluspunkt. Also ich finde es bei Pudding immer richtig schwer, dass es sich richtig auflöst und nicht mal mit dem Schnee, also komplett ohne Schneebesen, nur mit dem Löffel, hat sich das bei nur Wasser richtig gut aufgelöst. Also und es ist so richtig fest und krass. Der Fick ist ja so schon gezeigt. Auf den Geschmack. Boah, ich werde mich gleich hart verbrennen, ich sehe es schon kaum. Riecht. Interessant. Doch, es riecht so wie Fudge, wie dieses Toffee Fudge, was man so englisch kennt. Also nicht so wie Karamell, wenn man sich an Werthers denkt oder so, sondern wirklich wie so, keine Ahnung. Und die Konsistenz ist geil. Irgendwie habe ich mir einen anderen Karamellgeschmack erwartet. Also wenn ich jetzt weiß, wie es schmeckt nicht schlecht. Erstmal, was zu sagen. Aber es ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt an Karamellpudding, dieses solche Karamellpudding schmeckt. Das kommt irgendwie. Doch wenn man weiß, was man erwartet, schmeckt man auch Karamell. Das hat irgendwie dieses. Ich finde, man schmeckt jetzt ein bisschen so Karamell. Karamell, wenn ich an Werthers denke, und dann gibt es sowas, was schmeckt wie so verbranntes. Also wie wirklich geschmolzener Zuckerkaramell. Und das schmeckt wie geschmolzener Zuckerkaramell. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber ich schmecke da irgendwie einen Unterschied. Auch wenn ich Kaiserschmarrn zum Beispiel karamellisiere, schmeckt das auch so, weil es halt einfach geschmolzener Zucker ist. Und ich glaube, bei so Karamell-Sahne-Bonbons kommt halt Sahne mit dazu. Für mich schmeckt das wie geschmolzenes Zuckerkaramell. Und wenn ich weiß, dass es so schmeckt, finde ich es auch gut. Also, erstmal auch noch ein Punkt. Die Konsistenz. Ein Gedicht. Wirklich ein Traum. Das ist so
richtig cremig. Es ist gar keine Stücken drin. Ich bin immer noch überrascht, wie gut sich das aufgelöst hat. Die Konsistenz ist wirklich super cremig. Also Creme-Pudding hat den Namen verdient. Geschmack auch super. Also für so einen schnellen Pudding. Ja, ich kann euch mal kurz die Werte sagen. Diese Tasse hier hat 234 Kalorien und 12 Gramm Protein. Und trotzdem aber auch ganze 23 Gramm Zucker. Also es ist immer noch die erste Zutat, also es ist nichts Gesundes. Es ist halt trotzdem Tassenpudding mit ein bisschen mehr Protein. Also man darf jetzt nicht sagen, es ist ein gesunder Snack. Aber könnte mir auch vorstellen, dass das voll geil ist, wenn man entweder statt Puddingsuppe, gut, das ist ein Ostding, Puddingsuppe mit Zwieback und sowas, ich weiß nicht, wer aus dem Osten kommt, wird das wahrscheinlich kennen. Wer aus dem Westen kommt, der wird sich wahrscheinlich denken, WTH, ihr esst Suppe in Pudding. Aber ja, it's a thing. Oder halt auch, wenn man Kuchen schnell backen will. Da ist das immer noch leichter und fail-sicherer als Rührpudding. Obwohl ich sagen muss, bei Rührpudding ist kein Zucker dabei. Den kann man halt austauschen. Also, hat Vor-, hat Nachteile. Deswegen muss man dann selbst entscheiden, aber für so einen schnellen Pudding zwischendurch, mega lecker. Ist halt süß, aber ist halt super. Aber lecker. Und ich würde dem jetzt ohne Vergleich, ich habe ja den Vanille und den Schokolade nicht getestet, schon mal eine 8 geben. Beziehungsweise 4 von 5 Herzchen. Und bin gespannt, wie die anderen beiden dann sein werden. Ich zeige den euch jetzt noch von nahem. Vor allem die Konsistenz ist einfach ein Traum. Und dann genieße ich den noch in Ruhe und ich sehe euch dann wieder, wenn ich den Vanillepudding irgendwann später teste. Vielleicht heute noch oder morgen. Mal gucken. Also wirklich mega. Ist richtig cremig. Und wirklich einfach überhaupt keine Klumpen. Das ist. Ich glaube, wenn man den noch abkühlen würde und richtig kalt stellen, würde der auch richtig fest werden. Aber es wird ja auch gesagt, warm genießen und kann nicht unterstreichen. Aber ja. So, ich melde mich wieder mit dem zweiten Pudding. Das wird jetzt gleich erstmal kurz ein Stück Frühstück. Beziehungsweise der erste Teil. Heute, wie schon gesagt, Vanille. Wieder super cremig. Gerade schon angerührt. Und ich glaube, der ist ein ganzes Stück fester, beziehungsweise sehr viel schneller cremiger geworden. Ja, wow. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie cremig der wirklich wird. Aber der ist wow. Ich habe echt das Gefühl, dass der sehr viel fester ist. So. Ich bin ein Konsistenzfanatiker. Und ich habe es noch nirgendwo drüber geschüttet. Ich habe mir gestern den Pudding tatsächlich noch über die Beine geschüttet. Das war schön warm. Riecht echt gut. Hier ist weniger Zucker drin tatsächlich. Trotzdem einiges an Zucker. Ich werde dann auch noch vergleichen, wie viel der hat zu diesem fertigen Proteinpudding. Weil mich das sehr interessiert. Zum Beispiel von Rewe oder so. Wie viel Zucker der dafür im Vergleich hat, weil die haben ja sehr viel weniger Kalorien. Und trotzdem mehr Protein. Deswegen, das interessiert mich doch noch. Bevor ich da mein letztes Fazit gebe nach dem Schoko, aber erstmal teste ich Vanille vom Geschmack. Mmh. Mmh. Oh mein Gott, ist gut. Mmh. Oh Gott, immer noch. Cremigkeit. So cremig. Oh krass. Boah, ist der lecker. Schmeckt tatsächlich ziemlich genauso wie der, den man sich selber anrühren kann. Also wirklich, boah. Also ich würde echt sagen, so für wer so normalen Anrührpudding mit normalem Zucker macht, da würde ich dann den als Alternative nehmen, weil man schmeckt gar keinen Unterschied. Wirklich. Gar keinen. Ich habe in der Kamera zu schnell gedreht. I'm sorry. Man schmeckt wirklich null Unterschied dazu. Also, wer halt normal noch Zucker reinhaut beim Pudding anrühren und keinen Ersatz nimmt oder so, oder den nicht weglässt, dann kann ich den auf jeden Fall empfehlen jetzt schon. Wer aber wie ich dann den
Zucker einfach weglässt oder irgendwie Xylit nimmt oder so, hat der halt zu viel Zucker im Vergleich dazu. Aber, boah, mega. Der ist richtig, richtig lecker. Und ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich jetzt schon auf diesen Schokopudding freue, den ich dann hoffentlich wahrscheinlich auch heute direkt noch testen werde. Wow. Bevor ich ihn jetzt aufesse, damit ich euch gleich nochmal davon die Konsistenz zeigen kann. Der kommt mir echt ein bisschen dicker vor. Ich werde es im Schnitt dann merken. Aber wow. Okay. Der bekommt doch bedeutend besser als Karamell. Weil der auch viel natürlicher schmeckt. Und wirklich, boah. Deswegen würde der sogar. Doch, der würde sogar einen neuen bekommen. Also den würde ich auch safe nochmal essen, wenn das mit dem Zucker nicht wäre. Also ich schon das mit dem Zucker schon, aber ich vergleiche es auch dann gleich nochmal mit dem Fertigbechern und schreibt das auf jeden Fall dann dazu. Oder sag es dann beim Schokopudding. Aber mega. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, wenn ich den Schoko teste. Also, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber der ist so. Na, vielleicht. Ah, ich weiß nicht. Ah, Ding. Ja, boah. Oh, das ist aber einfach. Nam nam. So, ich bin wieder da. Und ich habe den letzten und dritten Pudding. Ey, wenn ihr das riechen könntet. Oh mein Gott, meine Kamera hat sich gerade einfach selbstständig gemacht. Wenn ihr das riechen könntet, erstens beim Rausschütten waren schon Schokostücke drin, so dunkle Schokostücke. Und da war ich schon so, okay, Erwartungen sind hier. Der Geruch gerade noch dem und der ist einfach nochmal dicker. Vielleicht bilde ich es mir ein, aber ich habe das Gefühl, freue mich gerade so sehr auf den. Doch, der ist definitiv schneller dick geworden. Also auch vor allem nochmal da an euch. Haltet euch sehr an die Wasserangaben. Also da machen wenig Milliliter schon sehr viel aus. Aber krass, boah. Ich freue mich gerade so. Und ich habe ja vorhin noch ein Bild gemacht von dem normalen Proteinpudding, was der hinten drauf hat. Bedeutend weniger Zucker. Aber wie gesagt, hier ist halt zugesetzter Zucker drin und es ist halt wie normaler Pudding. Also wer Tassenpudding mag und kein Problem damit hat, dass Zucker zugesetzt ist, dann kann ich ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Bei mir, ich mache halt Pudding, auch wenn ich ihn mache ohne Zucker. Aber doch, ey, der ist safe. Sehr viel dicker. Ihr seht es ja gleich nochmal, oh wow. Boah, ich bin jetzt so gespannt. Boah. Warmer Schokopudding. Ist einfach so Next Level von. Wow. Das ist so richtig Komfort. Mega. Also Schokolade pur. Aber warmer Schokopudding. Merkt schon, schmeckt gut. Und tatsächlich nicht so süß, wie ich es erwartet habe. Also es ist schon eher herb. Also klar, es ist süß. Aber weniger süß als gekaufter Schokopudding, würde ich so sagen. Richtig lecker. Boah, und richtig, also cremig, das ist ja, sind ja alle. Also, ich muss sagen, ich habe von allen echt fast befürchtet, dass sie schlecht sein könnten. Aber die sind alle echt lecker. Boah, ich komme gerade nicht drauf klar. Ich freue mich gerade drauf, dass ich den jetzt fressen kann. Also, es ist wirklich einfach nur ein echt normaler Tassenkuchen mit Protein, das man aber auch nicht rausschmeckt. Also, es schmeckt einfach geil. Ich würde sagen, ziehe jetzt noch ein letztes Fazit und dann seht ihr die ganzen Pudding, alle von Namen, wenn ich sie nicht schon eingeblendet haben sollte. Aber ja, der Schoko bekommt von mir jetzt da auch bekommt von mir eine 9,5. Also nochmal besser als Vanille, weil ich Schokopudding bevorzuge.
Deswegen bekommt er von mir einfach eine 9,5. Sind alle echt gut ausgefallen. Das Produkt an sich bekommt von mir... Boah, ich mache eigentlich ein Herzchen. Muss halt komplett umrechnen. Ich zeige es gleich am Ende noch mit Herzchen. Voll vergessen. Das Produkt an sich bekommt von mir... Jetzt muss ich überlegen, es schmeckt schon nicht. Ich habe eigentlich, dachte eigentlich bis gestern noch so, ich gebe dem 7, weil das mit dem Zucker stört, aber es ist geiler Tassenpudding. Und es ist ja nicht jeder so, dass er sagt, er verzichtet auf Zucker, so wie ich, deswegen. Doch, das bekommt schon 4 von 5 Herzchen. Also eine Wally zu 8 von 10 bekommt 4 von 5 Herzchen. Also hat mich echt überzeugt, so ich. Ich würde es mir theoretisch auch nochmal holen, wenn ich sage, ich will einen Tassenpudding mit, ich will einen warmen Pudding. Und der wird definitiv dick, fest. Und nicht mal Milch braucht man. Also man muss keine Milch kochen, man hat das Milchkochen nicht, einfach Wasser. Mega. Doch, ich gehe sogar hoch auf 4,25 wird jetzt schwierig. Egal. Karamell bekommt 3,5? Genau. Nee, hatte ich dem 7 oder 8 gegeben? Ich dachte 7. Deswegen 7,5, wenn nicht, dann passe ich das Herzchen einfach an. Ich merke das alles im Schnitt. Doof, aber nichts, wenn man es nicht nacheinander dreht. ja. Dann Vanille hatte von mir eine. Das habe ich auch wieder vergessen. Boah, ich werde alt. Ich dachte eine 9 und dann 9,5 oder 8 und 8,5. Ich habe schon wieder vergessen, was ich dem Schoko gegeben habe. Hä? Ich werde es merken. Ich mache es dann immer als Herzchen drunter oder blende es hier nochmal ein. In der Reihenfolge. Vanille Schokodings oder so rum. Ich glaube, das ist besser zum Hinterlegen. Ihr denkt euch bestimmt auch so toll, wie konnte sie das vergessen, aber ja, ich bin vergesslich. Ihr seht hier die Herzchen. Ich werde es dann sehen. Für mich wird es genauso eine Überraschung. Ey, wieder lost. Aber ja, ich genieße den jetzt noch. Wirklich genießen. Und bin froh, dass ich mir Schoko mal wieder das Beste zum Schluss aufgehoben habe. Und würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten, dass ihr euch meinen Lost nie mitgebt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich noch testen soll, wenn ich was vergleichen soll. Allgemein Ideen, Wünsche, einfach was euch durch den Kopf geht. Und genau, ich würde mich sehr über ein Like, über ein Abo freuen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye. Ich kann nicht so lost sein. Oh, mir fällt aber gerade auf, der wird... schnell recht flüssig. Das hatte ich bei anderem auch schon. Wenn man den nicht schnell genug isst, wird er tatsächlich flüssiger. Also wirklich warm genießen.